So, liebe Freunde. Hat sich aus dem Staub gemacht und war verdammt schnell. Was that a Zuru? Möglicherweise. Oh. Oh. Ja, wenn der jetzt nicht so böse wird, ey. 100 Pro. Okay, also der steht definitiv nicht mehr auf. Aber ich hatte mir jetzt gerade so überlegt, dass diese Käfer da so reinkriechen und dann ihn wieder zum Leben erwecken, sodass er dann Jagd auf uns macht und so weiter. Aha, was haben wir denn hier? Sehr schön. Oha. Oha. Warte. Warten Sie. Oh, Dokument. Wenn es nicht immer so viel wäre. Zwei Sätze würden reichen. Laut dem Bericht von wurden in den Tiefen der Höhlen vertrocknete menschliche Leichen gefunden. Die Todesursache ist noch unbekannt, aber eine Sache haben sie alle gemeinsam. Ihre Körper sind allesamt deformiert. Vor allem aber der Kopf. Sieht mir nach einer Form der Hyperplasie aus. Oder vielleicht handelt es sich auch um eine Pilzinfektion. In der Nähe der... Oh, das habe ich jetzt nicht gewollt. Ich habe jetzt aus Versehen den Knopf gedrückt. Ah ja, genau, das sind sie hier, ne? Ja, Mann. Schwarzenegger. Terminator. Egal. Ja, ich schaue mir das jetzt schnell nochmal an. Kleinen Moment. Ja, ich muss natürlich einen Schritt zurückgehen. Ich muss noch einen Schritt zurückgehen. So. Nicht Einstellung. Zurück. Sammelstücke. Laut dem Bericht. Ja, jetzt müsste man sich noch drehen können, ne? Kann ich jetzt wohl nicht. Laut dem Bericht von wurden in den Tiefen. Vielleicht handelt es sich auch um eine Pilzinfektion. In der Nähe der Leichen fand man. Kann ich das irgendwie dahinter halten? Ja, in der Nähe der Leichen fand man. Ach, jetzt habe ich das wieder ausgemacht. Das tut mir aber leid. In der Nähe der Leichen fand man auch hunderte verrotteter menschliche Knochen. Verrottete menschliche Knochen in der Höhle. Wir haben die Verbindung zu drei Ermittlern verloren, die wir mehrere Tage in die Höhle geschickt haben. Eventuell haben die sie Bekanntschaft mit dem Ding gemacht. Betreten Sie die Höhle unter keinen Umständen, bis Sie andere Befehle erhalten. Alles klar. So, und jetzt hätte ich bloß eine Taste drücken müssen, um das hier alles ordentlich lesen zu können. Na gut. Was ist das denn? Ist das... Muss das vielleicht oben in diesen Projektor? Kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Ja, jetzt liegt das da. Was macht denn das hier? Also wenn es schon hier ist, dann behaupte ich mal, dass ich das eventuell hier vor Ort irgendwo benutzen muss. Oder kann. Aber nicht die geringste Idee, wo, muss ich ganz ehrlich sagen. RIV3821. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das sein soll. Vielleicht hat da irgendjemand eine Ahnung von und kann es mir dann irgendwie in den Kommentarbereich schreiben oder so.
Okay. Was ist... ARIV-38. Hahaha. Ha, ha. Liegt immer noch da. Das ist alles schön und gut. Ich gehe nochmal zurück. Ich will nur noch was gucken. Hä? Weil hier gibt es ja... Es gibt ja immer mehrere Wege hier. Das ist ja das Interessante. Ich will eigentlich nichts verpassen. Nö, das war's eigentlich, glaube ich, oder? War hier nochmal irgendein anderer Weg? Ja, ich glaube nach hier noch. Aber jetzt sagt es mir schon wieder, dass ich... Ne, ich glaube, da war ich vorher schon. Ne? Ja. Okay. Ja, ich sag mal, es ist jetzt auch nicht mein Anspruch, hier alles irgendwie zu finden, jedes einzelne Teil. Das soll mir jetzt den Code anzeigen, sozusagen. Entweder zeigst du mir den Code an, oder ich muss die Schablone da auflegen, oder irgendwie so. Was? Jetzt muss ich zurück in das Ding holen. Ist ja nicht zu fassen. Also das kann jetzt nicht da am Boden liegen bleiben, oder wie? Beziehungsweise ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber so wie alles, ja, was hier wieder runterfallen kann. RIV 3821. Die Frage ist nur, welche Reihenfolge ist da richtig? Aus meiner Sicht wäre... Was zur Hölle? Dreistellig. Okay. Dreistellig soll das Ding also sein. Das regt mich jetzt aber ein bisschen auf, wenn mir das jetzt wieder aus der Hand fällt, wenn ich nur kurz den Knopf loslasse. Jedes Mal muss ich dahin zurückrennen. Schon wieder. Ach Leute, wenn ich hier bloß in die Nähe komme. Himmel, Arsch. Das ist nicht schön. So. Jetzt aber. Da irgendwie durch. Hallo? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was mir das jetzt sagen soll. Es könnte natürlich... Ich mach das jetzt eins, zwei. Nee. Also echt, ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. Können wir einer helfen?
Das ist eine 4 da, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Nee, es könnte eine, also das da. Das könnte eine 4 sein. Hä? Nee, definitiv nicht. Nee, wirklich ernsthaft, Leute, ich hab das. Ah ja. Was? Ach, ist das auch eine 8? Leute, also 8, 2, 5? Das ist doch auch eine 8 da. Oder soll das eine 6 sein? Ich probiere mal 2, 8, 5, 8. Verdammt. Nein. Zwei. Acht. Fünf. Klasse. Okay, ich könnte mir vorstellen. Ich könnte mir Feindkontakt vorstellen. Oh je. Wie kann ich denn die scheiß Lampe nicht? Vom selber gelegten Feuer verletzt. Mal gucken, ein Dokument. Ich hoffe, ich kann das in Ruhe lesen. Ach, guck mal, da vorne ist jemand. Okay. Ja, ich lese es mal. Testperson Nummer 334. Phase Prototyp. Geschlecht männlich. Größe 1,92. Medizinische Akte. Kinderlähmung. Folgeschäden. Tuberkulose. Besserung. Anmerkung. Testperson Nummer 334 hat während des Experiments übermenschliche Verträglichkeit bewiesen. Möglicherweise hängt dies mit der Nahtoderfahrung der Testperson zusammen. 280 Stunden nach der Verabreichung der Typ 1-Lösung. Ja. Typ 1 Lösung, Entschuldigung. Wo haben wir es denn? Typ 1 Lösung erholte sich 334, also 334, ohne Folgeschäden von einem Herzstillstand. Nach 35 Tagen Quarantäne wurde 334 für die nächste Phase des Experiments freigegeben. Eine Spinalpunktion und die Verabreichung der Typ 2 Lösung. Leider begannen die Lungen von Testperson 334 nach 6 Stunden unregelmäßig auftretende epileptische Anfälle. Leider begannen die Lungen von Testperson 334 nach 6 Stunden unregelmäßig auftretender epileptischer Anfälle zu mutieren. Eine schwerwiegende Fibrose des Lungengewebes führte bereits nach 10 Stunden zum Tod. Sowohl die Typ 1 als auch die Typ 2 Lösung waren 76 Minuten nach Versterben der Testperson vollkommen inaktiv. Spielchen! So, das macht schon Spaß, die kleinen Spielchen hier. Sind auch wichtig, finde ich.
Ja, auch so ein bisschen was fürs Hirn auch nebenher. Aber ich glaube, exakt das gleiche Ding hatten wir schon mal. Na komm. Das kann man nicht angucken. Gut, man muss ja auch nicht alles angucken, ne? Nur wenn es sich ergibt. Wo habe ich denn die Molotows? In welcher Hand? Oh, aktuell in keiner. Ah ja, komm, lass mal auch weg. Granätchen. Ja. Was wollen wir denn tauschen? Wollen wir irgendwas tauschen? Bei dem hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das später noch brauche. Und das Messer brauche ich für Holzwiderstände und irgendwelche Türen oder so. Kann ich jetzt nicht austauschen. Nee, also alles andere. Moment. Das Sturmgewehr ist... Dann gehen wir doch das leere ab, komm. Ja. Ja, das ist mir sowieso lieber, wenn ich nur eins habe. Jetzt habe ich es allerdings in der linken Hand. Na, ist egal. Alter. Ich meine, von da sind wir gekommen. Nee. Oder? Ja, ne? Ja, davon da sind wir gekommen. Richtig. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie nach oben. Generell müssen wir uns aber erstmal, glaube ich, hier unten ein bisschen umschauen. Überall hin kommen wir scheinbar nicht. Müssen wir vielleicht auch nicht. Kisten, habe ich gesagt, traue ich mich nicht mehr aufzumachen. Bin ich tot. Ich sehe zumindest nichts. Wo kommen die jetzt alle her? Ja, sind wir wieder hier. Ist klasse. Was habe ich getan? Oh mein Gott. Ach Gott. Ach, da musst du nach jedem Schuss nachladen. Das musst du natürlich mit ein. Das musst du natürlich bedenken. Ja, jetzt kann ich das wieder aufmachen. Ach, du kotzt mich an. Okay, ich mache das Spielchen hier nochmal. Und dann sehe ich ja auch, ob da noch was drin ist. Und wenn nicht, dann wissen wir das nächste Mal, wenn wir sterben, und wir werden sterben, dass wir bereits geöffnete Artefakte nicht nochmal öffnen müssen.
Ja, wie gedacht. Wie ich es mir gedacht habe. So. Jetzt müssen wir uns aber tatsächlich was überlegen hier, wie wir das mit den Viechern machen, ne? Achso, das wollten wir ja generell mal austauschen gegen. Beziehungsweise ich glaube. Ich probiere mal Molotovs aus. Also. Eieiei. Alter. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Oh, Leute. Wo kommen die Viecher denn plötzlich her, sage mal? Drittes. Meine Fresse. So. Jetzt schaut sie euch an. Ja, die sehen deutlich besser aus als in der Demo sogar. Die sehen richtig geil aus, die Viecher. Die waren in der Demo schon nicht ganz schlecht, aber sie haben sie nochmal deutlich überarbeitet. So. Jetzt möchte ich aber gerne mal einen Medi-Dingsbums benutzen. Oh, ja, ja. Also, ihr habt auch gemerkt, diese Dinger tauchen jetzt völlig unerwartet und plötzlich aus dem Dunkel auf. Ja. Und ich habe jetzt im Prinzip schon wieder sehr viel... Was hatte ich? 60 oder 80 Schuss fürs Sturmgewehr. Das ist unglaublich, wie schnell da Munition weggeht. Ach du heilige Scheiße. Wie meinst du das? Nee, oder? Beide gleich... Ja, ihr habt's ja nicht alle. Ich guck mir das mal an. Nicht gleichzeitig, oh Gott sei Dank. Ja, was auch immer ich damit soll. Es ist ja sicherlich schön, sowas zu haben, ne? Moment, ich muss mich echt hier... Muss mir echt angewöhnen, die Waffe im Anschlag zu haben. Das ist schön, dass ich glaube, ich muss auch mal das Bolzenschussgerät benutzen. Das ist ein bisschen untergegangen jetzt aktuell.